Neue Autobahn, Pläne für die A26 Ost in der Kritik. Beliebtes Reiseziel, Hamburger zeigen gerne ihre Stadt. Erneute Niederlage, Towers verlieren im Eurocup gegen Ljubljana. Der Bau der A26 Ost sorgt in Hamburg für viele Diskussionen. Die Planer der DEGES informieren seit Donnerstag Interessierte zum Stand der Planung. Die Umweltverbände wollen dagegen vorgehen. 10 Kilometer soll die neue Autobahn A26 Ost einmal lang werden und zukünftig die A1 und die A7 in Hamburger Süden verbinden. Die Planerinnen und Planer der DEGES informieren Interessierte über die aktuellen Planungen. Die A26 Ost ist in allen 3 Abschnitten, 6a bis 6c, im Planfeststellungsverfahren. Im Abschnitt 6a, wo wir jetzt gerade den Beschluss bekommen haben, werden jetzt die bauvorbereitenden Arbeiten eingeleitet. Und wir wollen dort eben dann entsprechend unserer Planung die A26 bauen. Beim Auftakt am Donnerstag in Harburg zeigten sich jedoch nicht alle zufrieden über den Bau des Autobahnabschnittes. Die Kritiker haben wir heute hier auch am Stand erlebt. Die wollen eben entsprechend, dass die A26 Ost nicht gebaut wird. Wir haben halt in unseren Planungsabwägungen eben auch das Bedürfnis nach Mobilität berücksichtigt. Unter den Kritikern war auch Lisa Mia Scheich vom Runden Tisch Moorburg. Wir sind selber betroffen von der A26 Ost, ganz massiv. Wir wohnen in Moorburg und wir tun das natürlich auch, weil es unser Dorf immens beeinflussen würde. Aber wir sind auch gegen die A26 Ost. Nicht nur wegen dem Dorf, sondern weil wir eben auch andere Dinge fordern, eine Mobilitätswende und dass keine neuen Autobahnen gebaut werden im Jahr 2024 mehr. Aber auch vom BUND gibt es viel Kritik am Bau der Autobahn, denn diese hat vor allem auf die Naturräume und das Klima schädliche Auswirkungen. So werden enorme Mengen Beton verbaut und etwa 11 Hektar Torfboden, der als wichtiger CO2-Speicher dient, überplant. Aber auch viele Lebensräume von Pflanzen und Tieren sind bedroht. Da gibt es ganz, ganz viele Arten, die betroffen sind, zig Vogelarten, der Feldschwirl, das Blaukehlchen. Und es gibt vor allem eine Kleinspechtkolonie, die in einem Wäldchen auf diesem ersten Abschnitt, um den es jetzt gerade geht bei der Planfeststellung, lebt. Und auf diesen Flächen gibt es eine Moorfroschpopulation. Der Moorfrosch ist eine sehr streng geschützte Art. Die Population ist schon klein, die würde zerschnitten werden. Dann können die sich nicht mehr vermehren, die kommen nicht mehr zusammen. Und so eine Baustelleneinrichtung funktioniert über 10 Jahre. Das heißt, in 10 Jahren sind beide Populationen dann tot. Um unter anderem dies zu verhindern und das Klima zu schützen, prüft der BUND zusammen mit den NABU eine Klage gegen die A26 Ost. Hamburg ist bei Touristen ein beliebtes Reiseziel. Allein im ersten Halbjahr vergangenen Jahres wurden über 7,6 Millionen Übernachtungen gebucht. Eine Studie zeigt jetzt, auch die meisten Hamburger freuen sich über die Besucher. Ein entspannter Bummel an den Landungsbrücken, ein Eis an der Binnenalster oder Sightseeing in der Hafencity. Hamburg bietet Besuchern ein vielfältiges Erlebnis. In einer Umfrage des Tourismusverbands gaben 87% der rund 1000 Befragten an, Besuchern gerne die Stadt zu zeigen. Die Hamburgerinnen und Hamburger sind einfach stolz auf ihre Stadt. Und wenn Gäste kommen, dann zeigen sie sie auch gerne und führen sie rum. Und das hat mich natürlich gefreut vom Ergebnis. Besonders beliebte Orte für Führungen auswärtiger Gäste sind demnach die Alster, Landungsbrücken, die Speicherstadt sowie die Elbphilharmonie. Besonders wassernahe Orte sind beliebt. Doch viele Hamburgerinnen und Hamburger haben auch ganz eigene Lieblingsorte für Besucher. Easy Markt ist sehenswürdig, würde ich sagen. Das muss man gesehen haben, auch als Tourist. Ich finde den Spaziergang durch den Fischmarkt immer total schön. Da gibt es das U-Boot-Museum. Fand ich mega spannend. Also es ist, glaube ich, so ein russisches U-Boot aus den 70ern. Kleine Wege weg vom Hafen, wo man dann an so Ecken sitzen kann, die eigentlich nicht so öffentlich zugänglich sind. Das sollte man ja auch nicht sagen, aber es ist trotzdem immer schön, dann da zu sitzen. Hafen, frische Luft schnappen, spazieren gehen oder auch in diese vielen tollen Ausstellungen, Museen. Halt Strandperle oder so, am Wasser sitzen ist immer schön. Jetzt im Winter natürlich ein bisschen schwieriger. Durch Zugewanderte sei Hamburg zudem überdurchschnittlich divers, was Touristen helfe, auf weniger Konflikte zu treffen. Dennoch sieht der Tourismusverband noch Verbesserungsbedarf. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Also es ist viel gemacht worden. Wir haben viele Attraktionen, angefangen von der Elbphilharmonie, aber auch die Musicals und so weiter. Das sind Attraktionen, die auch Gäste ziehen. Wir brauchen natürlich internationale Direktflüge. Ohne die funktioniert der internationale Tourismus nicht. Und in der Stadt könnten wir natürlich auch mit Beschilderung, mit Informationen und so weiter auch noch ein bisschen punkten. Schon jetzt gilt Hamburg als freundlich gegenüber Touristen. Für 61% der Befragten überwiegen die positiven Aspekte des Tourismus. Durch die Bekämpfung von Vorurteilen, zum Beispiel, dass Hamburg nur für Junggesellenabschiede tauge, will man diesen Wert in Zukunft noch steigern. Die Temperaturen sind milder geworden und das Wochenende naht. Wir haben uns zu schönen Freizeitaktivitäten auf der Straße umgehört. Darauf freue ich mich, einfach mal ein bisschen in den Tag zu leben, mal gucken, wie das Wetter wird, ein bisschen spazieren gehen, vielleicht essen gehen. Es ist schönes Wetter und ich gehe mit der Familie spazieren, was Leckeres essen. Und einfach entspannen. Wenn alles klappt, gehen wir ins Kindertheater am Sonntag in Mundsburg. Mit Kindern vielleicht, wenn das Wetter mitspielt, in den Zoo gehen oder vielleicht schwimmen gehen. Sue, ich war in Australien für 9 Monate und sie ist jetzt gestern gekommen. Morgen fahren wir dann nach Flensburg, weil wir kommen aus Flensburg, und damit sie einmal so ein bisschen die Stadt bei uns sieht. Und Samstagmittag fliegt sie dann noch wieder nach Hause, nach Australien. Als Strandperle oder so am Wasser sitzen ist immer schön. Jetzt im Winter natürlich ein bisschen schwieriger, aber sonst halt durch die Stadt laufen, einfach ja, einen Tag genießen. Viele junge Menschen wählen in Hamburg die AfD. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Demnach ist die Zustimmung bei den 16- bis 34-Jährigen mit 13% am stärksten. 14% der Männer in diesem Alter gaben an, die AfD wählen zu wollen. Der Frauenanteil betrug 9%. Mittelschichtangehörige und Selbstständige seien häufig in der Wählerschaft zu finden. Ob die derzeitigen Proteste einen Einfluss auf das bisherige Umfragehoch der AfD nehmen, wird sich in der Europawahl im kommenden Juni und 3 ostdeutschen Landtagswahlen im September zeigen. Datengrundlage für den Trend ist eine Umfrage des Hamburger Abendblatts, die vor 3 Monaten durchgeführt wurde. Männer beim Diebstahl in Bahrenfeld erwischt. Ein Zeuge hatte Mittwochabend in der Leunerstraße 2 Männer entdeckt, die sich an einem Wohnmobil zu schaffen machten und die Polizei alarmiert. Einer der Verdächtigen, ein 31-jähriger Montenegriner, wurde von der Polizei nahe des Wohnmobils festgenommen und ins Untersuchungsgefängnis gebracht. Der zweite floh in eine Flüchtlingsunterkunft von Fördern und Wohnen in der Großen Bahnstraße. Die Durchsuchung der öffentlichen Räume des Gebäudes blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt. Hilfe für Menschen mit Behinderung. Seit dem 1. Januar gibt es in Hamburg sogenannte Verfahrenslotsen, die Menschen mit Behinderung und ihre Familien unterstützen. Die Verfahrenslotsen entlasten junge Menschen mit drohender oder vorliegender Behinderung sowie ihre Eltern, Pflegeeltern, Personen Sorge- und Erziehungsberechtigten. Dazu gehören die Beantragung von Leistungen, Orientierung in den verschiedenen Rehabilitationsverfahren und Informationen über weitere Hilfs- und Beratungsangebote. Sie begleiten auf Wunsch auch zu behördlichen Terminen. Außerdem kooperieren die Verfahrenslotsen unter anderem mit Kitas, Schulen sowie deren Beratungs- und Unterstützungssystemen. Die Veolia Towers haben im Eurocup keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Dennoch sollte das Spiel am Mittwochabend gewonnen und daraus Kraft für die nächsten wichtigen Aufgaben gezogen werden. Die Towers empfingen in der Edeloptics-Arena den Cedevita Olympia Ljubljana. Die Türme ganz in Weiß starten mutig und furchtlos in die Partie. Nach 1 Minute trifft Ayami Durham per Freiwurf für den ersten Punkt im Spiel. Doch der slowenische Serienmeister zieht nach. Dann der Schock. Durham mit schmerzverzerrtem Gesicht. Humpelt, muss ausgewechselt werden. Ist der gleiche Fuß, das ist natürlich nie gut. Er spielt damit, er hat es dann auch wieder versucht durch den Schmerz durchzuspielen, aber in dem Moment, wenn wir das Gefühl haben oder wenn ich das Gefühl habe, dass er nicht stabil ist auf seinem Fuß, dann werde ich nicht riskieren, dass er sich da weiter verletzt. Ohne ihn fällt es den Towers schwer, mit Ljubljana Schritt zu halten, und die Gäste setzen sich ab. Zum Ende des Viertels kommen die Hamburger noch mal ran. Nach 10 Minuten steht es 22:28. Im zweiten Viertel geht die Aufholjagd weiter. Die Towers mit dem Ausgleich und dank 2 Dreiern sogar mit der Führung. Doch die Gäste kommen zurück. Baloschki zeigt sich unzufrieden mit der Arbeit seiner Defensive. Vor der Pause kommen die Türme noch mal ran und es geht mit einem 45:52 in die Halbzeitpause. Das Einschwören half nichts, denn die erste Phase nach dem Seitenwechsel gehört den Gästen. Es folgt eine Auszeit. Mit den letzten Kräften versuchen die Hausherren den Rückstand zu minimieren, doch der Einsatz wird nicht in Zählbares umgemünzt. Immer wieder geht der Ball verloren und landet beim Gegner. Der Rückstand wächst auf 21 Punkte. Im vierten Viertel geht die slowenische Punktejagd weiter. Ljubljana spielt sich den Frust von zuvor 15 Niederlagen in Serie von der Seele. Doch die 1163 Zuschauer sehen ein Heimteam, das nicht aufgibt. Aber für eine erneute Aufholjagd fehlt die Kraft. Und so geht die Partie mit 83:114 an die Gäste. Ich glaube, der Run am Anfang der zweiten Halbzeit hat einfach unglaublich doll wehgetan und hat eine Menge Energie gekostet, geklaut. Die Jungs versuchen das immer, die strengen sich immer an, die haben sich auch heute angestrengt. Die haben das schon versucht, irgendwie noch Wege zu finden, irgendwie ins Spiel zu kommen. Aber Cedevita hat das heute auch in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Also wir haben es versucht, aber es war heute kein Weg, in das Spiel zu gewinnen. Auch dieses Mal hat es für die Veolia Towers nicht zum ersten Heimsieg im Eurocup gereicht. Ja, große Unterschiede sind zu erwarten beim Wetter in den kommenden Stunden und Tagen und damit herzlich willkommen zu den Aussichten. Tief Katrin gestaltet das Wettergeschehen in der kommenden Nacht und morgen. Dabei kommt morgen früh etwas mildere Luft hereingeweht. Danach dann die Kaltfront, die bringt uns morgen Dauerregen, kühlere Luftmassen folgen und das Hochdruckgebiet, das man dort erkennen kann, wird das Wetter am Wochenende bestimmen mit reichlich Sonnenschein. Darauf können wir uns ein bisschen freuen. Jetzt in der kommenden Nacht haben wir dichte Wolken, ist meistens trocken bei Temperaturen um 5 Grad. Es kommt die Warmfront rein, lässt die Temperaturen zum Morgen hin schon steigen, 7 Grad zum Frühstück, dazu dichte Wolken und von Westen her Regen. Wer da noch denkt, es bleibt trocken, sollte auf jeden Fall den Regenschirm mitnehmen. Am Vormittag Dauerregen, sehr kräftiger Regen, zum Teil einzelne Gewitter dabei, da schüttet es wirklich. 9 Grad die Temperaturen, 10 Grad am Mittag. Der Regen lässt ein bisschen nach, zunächst noch dichte Wolken und dann kommt der Wind nochmal dazu. Frischer und im Böen starker bis stürmischer Wind aus nordwestlichen Richtungen bringt ein paar Regenschauer. Am Abend klart es auf bei Temperaturen um 6 Grad. Es wird eine frische Nacht zum Samstag, tiefste Werte bei 3 Grad, örtlich Bodenfrost. Dafür werden wir am Samstag gut entschädigt mit 6 Stunden Sonnenschein, blauer Himmel, ein paar wenige Wolken, sehr dekorativ, ein schöner Tag und auch der Sonntag ist ganz passabel. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es sind meistens Schleierwolken, aber die Sonne kommt durch und kann sich ein bisschen zeigen. Am Montag dichtere Wolken, da werden die Wolken so dicht, dass die Sonne meistens verschwindet. Bei 9 bis 10 Grad startet die neue Woche, doch relativ mild temperiert. Niederschlag ist auch bis zum Dienstag nicht zu erwarten. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.